den Lebens-, Natur- und Wirtschaftsraum rund um den See gemeinsam stärken. Das ist das Hauptziel der Internationalen Bodensee-Konferenz. Dazu zählt auch, Kulturschaffende rund um den Bodensee zu vernetzen und die kulturelle Vielfalt sowie ihr Potenzial aufzuzeigen. Wie lebendig sich der Dialog von Kulturschaffenden gestaltet, ist Ende September bei der jüngsten IBK-Künstlerbegegnung in Vorarlberg sichtbar geworden. Seit 1991 führt die Internationale Bodensee-Konferenz alle zwei Jahre derartige Künstlertreffs durch. Die Künstlerbegegnung bringt Künstlerinnen und Künstler der Bodenseeregion zusammen. Also aus allen Kantonen, aus allen Ländern sind Kulturschaffende dabei, die miteinander sich austauschen, die miteinander in einen Dialog kommen, die zusammen eben auch darstellen, wie reich das kulturelle Leben hier in dieser Bodenseeregion ist. Ob Mundartliteratur, Kabarett, Poetry Slam oder Dialektpop. Das Programm der diesjährigen Künstlerbegegnung hatte es in sich. Gerade rund um den Bodensee, sowohl in Vorarlberg als auch in den deutschen und Schweizer Anrainerländern und Kantonen sowie in Liechtenstein, identifizieren sich die Menschen mit ihrem lokalen Dialekt. Organisiert wurde die Veranstaltung von dem Regisseur und Leiter des Aktionstheaterensembles Martin Gruber. Mir ist es ganz wichtig, einen großen Bogen zu spannen, der aber jetzt nicht einfach, also dass es kein bunter Abend wird, sondern schon, dass man sagt, okay, man macht ein Statement, Mundart hat sich verändert, Mundart kann was. Und es geht nicht sozusagen um diese klassische Wald- und Wiesenvorstellung, die man vielleicht landläufig früher gehabt hat. Die 80er-Jahre, da haben wir... Da bei uns in Vorarlberg, da haben wir in die Röhren von den Heizkörpern mit der Zunge einschlecken können, so sauber war das putzt. Und Hochdeutsch ist jetzt witzlos und lustlos. Ja, Hochdeutsch ist es gar nicht, denn sei es wie es will, das seid ja gar nicht. Ja, sei es wie es will. Wo ist denn da der Witz und Lust und Sprachlust? Aber Sex wie es will, das ist göttliche Sprachlust. Denn Sex wie es will ist nicht bloß Sex wie es will, sondern auch Sex wie es will. Das Grumbein, das ist das größte Werk, das wir gehabt haben. Bis am Zaubert, am 8. ist man dran gewesen. Und wo man endlich fertig war, hat das geheißen, jetzt kommt man doch gerade der Steilböhl ohne ihr, du. Und dann denkt so, jetzt ist fertig. Und dann Tank gefaltet. Und er betet. Eine wissenschaftliche Perspektive zum Thema Dialekte brachte Hubert Klausmann, Professor an der Universität Tübingen, ein. Im Bodenseeraum haben wir praktisch eine Art Einheit in der Vielfalt. Wir haben natürlich überall Ortsdialekte, aber sie haben was Gemeinsames und sie haben einen ganz großen Kontrast alle zusammen, nämlich sie setzen sich von den bayerischen Dialekten jenseits des Arlbergs ab. Was die Dialekte prinzipiell auszeichnet, ist eben die Nähe zur Familie, die Nähe zu Freunden, die Nähe zum Freundeskreis, zum Sportverein, zu den Nachbarn. Das ist immer der Ort des Dialekts. Ich bin Ulrike Derndinger, ich spreche Niederalemannisch. Dialekte als Ausdruck von Identität, Selbstbewusstsein und Emotion. Dem Publikum eröffnete sich ein einzigartiger Blick in die kulturelle Vielfalt der Bodenseeregionen.